Nachdem wir in den letzten Videos gesehen haben, wie man die Stabkräfte in Fachwerken bestimmt, indem man sich durch die Knoten hangelt, kann man sich die Frage stellen, funktioniert das eigentlich immer? Also sind die Kräftegleichgewichte an den Knoten immer so, dass sich alle Stabkräfte eindeutig bestimmen lassen? Und genau diese Frage soll uns in diesem Video beschäftigen, wenn es um die statische Bestimmtheit von Fachwerken geht. Also nehmen wir an, es sei ein beliebiges Fachwerk gegeben, wobei S die Anzahl der Stäbe des Fachwerks bezeichnen soll, K die Anzahl der Knoten des Fachwerks und F die Anzahl der Auflagerkraftkomponenten, die wir auch als Fesselungen bezeichnen. Zunächst überlegen wir uns, wie viele Gleichungen wir für das Fachwerk insgesamt bekommen. Da wir das Fachwerk als ein systemstarrer Körper betrachten können, in dem die Knoten die Teilkörper bilden, können wir im Extremfall die statischen Gleichgewichtsbedingungen für jeden Teilkörper, also jeden Knoten, aufstellen. Bekanntermaßen ergeben sich für ein ebenes ideales Fachwerk jeweils zwei Kräftegleichungen pro Knoten, beziehungsweise für ein räumliches Fachwerk jeweils drei Kräftegleichungen pro Knoten, nämlich im ebenen Fall zum Beispiel Summe aller Kräfte in x-Richtung und Summe aller Kräfte in y-Richtung ist gleich 0, beziehungsweise im räumlichen Fall zum Beispiel Summe aller Kräfte in x-Richtung, Summe aller Kräfte in y-Richtung und Summe aller Kräfte in z-Richtung an dem Knoten ist gleich 0. Wie viele Gleichungen ergeben sich also insgesamt? Im ebenen Fall ergeben sich zweimal die Anzahl der Knoten an Gleichungen und im räumlichen Fall dreimal die Anzahl der Knoten an Gleichungen. Und mit diesen Gleichungen sind nun insgesamt S plus F Unbekannte, nämlich S Stabkräfte und F Auflagerkräfte, zu bestimmen. Damit das möglich ist, ist es sicherlich eine notwendige Bedingung, dass wir genauso viele Gleichungen wie Unbekannte haben. Sprich, im zweidimensionalen Fall, dass 2k gleich s plus f ist, beziehungsweise im dreidimensionalen Fall, dass 3k gleich s plus f ist. Warum sprechen wir hier von notwendiger und nicht hinreichender Bedingung? Weil uns nämlich niemand garantiert, dass wir die 2k-Gleichungen dann auch tatsächlich nach den s plus f Unbekannten auflösen können. Wir können nur sagen, dass wenn die Anzahl der Gleichungen von vornherein nicht mit der Anzahl der Unbekannten übereinstimmt, dass es dann sicher nicht möglich sein wird, alle Unbekannten eindeutig aus den Gleichungen zu bestimmen. Und deswegen ist die Anzahl der Gleichungen gleich der Anzahl der Unbekannten nur eine notwendige Bedingung für die Lösbarkeit. Mit anderen Worten, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, können wir sicher sagen, dass das Fachwerk nicht statisch bestimmt ist. Wenn sie aber erfüllt ist, können wir noch nicht eindeutig sagen, ob das Fachwerk tatsächlich statisch bestimmt ist. Schauen wir uns dazu gleich ein paar Beispiele an und beginnen wir mit diesem einfachen Fachwerk aus drei Stäben, das in einem Knoten zweiwertig und in einem anderen Knoten einwertig gelagert ist. Wir haben hier also Anzahl der Knoten k ist gleich 3, Anzahl der Stäbe s ist gleich 3 und Anzahl der Fesselungen f ist auch gleich 3, nämlich zwei Fesselungen aus dem zweiwertigen Lager und eine Fesselung aus dem einwertigen Lager. Damit können wir jetzt die notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit überprüfen. 2k ist nämlich gleich 6 und s plus f ist auch gleich 6. Die zwei sind also gleich und somit ist die notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit hier erfüllt. Bedeutet das jetzt, dass dieses Fachwerk tatsächlich statisch bestimmt ist? Die Antwort auf diese Frage lautet natürlich nein, da es sich nur um eine notwendige, aber nicht um eine hinreichende Bedingung handelt. Um statische Bestimmtheit des Fachwerks sicherzustellen, müssen wir nun also überprüfen, ob das Fachwerk beweglich ist und demnach geometrisch unbestimmt oder ob es verspannbar ist
und demnach statisch unbestimmt ist. Beides lässt sich hier verneinen, also das Fachwerk ist weder beweglich noch in irgendeiner Weise verspannbar und damit folgt, dass dieses Fachwerk statisch bestimmt ist. Im zweiten Beispiel bauen wir im Vergleich zu dem Fachwerk vom ersten Beispiel noch einen weiteren Knoten in diesen unteren Stab hier ein. Damit hat dieses Fachwerk nun insgesamt 4 Knoten, 4 Stäbe und 3 Fesselungen. Wenn wir hier wieder unsere notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit überprüfen, so ergibt sich hier 2k ist gleich 8 und s plus f ist gleich 7. Die beiden sind also ungleich und somit ist die notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit nicht erfüllt. Da diese Bedingung aber notwendig ist für statische Bestimmtheit, folgt damit automatisch, dass dieses Fachwerk nicht statisch bestimmt sein kann. Es bleibt noch die Frage, ist das Fachwerk beweglich, also geometrisch unbestimmt, oder ist es verspannbar, also statisch unbestimmt? Und hierfür benötigen wir jetzt unsere mechanische Anschauung. Wir erkennen nämlich, dass sich der mittlere untere Knoten hier nach oben und nach unten bewegen lässt, wobei sich der rechte Knoten hier dabei nach links bzw. rechts bewegt. Wir können also folgern, dass dieses Fachwerk hier beweglich, also geometrisch unbestimmt ist. Im dritten Beispiel erweitern wir das erste Fachwerk um einen weiteren Knoten, der jeweils mit einem Stab mit den anderen 3 Knoten verbunden ist. Dieses Fachwerk hat also 4 Knoten, 6 Stäbe und 3 Fesselungen. Überprüfen wir auch hier wieder unsere notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit. 2k ergibt in diesem Fall 8 und s plus f ergibt in diesem Fall 9. Die beiden sind also ungleich und somit ist die notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit nicht erfüllt. Da es sich um eine notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit handelt, können wir direkt wieder folgern, dass das System nicht statisch bestimmt sein kann. Es bleibt auch hier wieder die Frage, ist das System jetzt geometrisch unbestimmt oder statisch unbestimmt? Und in diesem Fall erkennen wir, dass wenn zum Beispiel dieser Stab hier zu kurz ausgelegt wurde, dass dann eine Verspannung in dem Gesamtsystem auftritt. Oder mit anderen Worten, die Geometrie des Systems ist auch ohne diesen Stab hier schon vollständig bestimmt. Will heißen, die Lage aller 4 Knoten ist durch die Länge dieser 5 Stäbe bereits vollständig festgelegt. Und wir müssen jetzt diesen letzten Stab hier noch genau so lang machen, dass er von diesem Knoten bis zu diesem Knoten reicht. Und wenn wir ihn aber ein bisschen zu kurz oder ein bisschen zu lang machen, dann treten eben Verspannungskräfte in diesem System auf. Wir folgern also, dass das Fachwerk verspannbar und damit statisch unbestimmt ist. Als letzte Anmerkung zu diesem Thema sei gesagt, dass statische Bestimmtheit nicht unbedingt ein positives oder negatives Bewertungskriterium für Fachwerke darstellt. Will heißen, auch nicht statisch bestimmte Fachwerke können durchaus brauchbar und sogar berechenbar sein. Zum Schluss dieses Abschnitts schauen wir uns noch eine besondere Klasse von Fachwerken, nämlich einfache Fachwerke an. Und zwar heißt ein ebenes Fachwerk einfach, wenn es sich auf folgende Weise schrittweise zusammensetzen lässt. Als Ausgangspunkt beginnt man mit einem Stab mit 2 Knoten an seinen Enden und dann fügt man in jedem weiteren Schritt immer 2 abgewinkelte Stäbe mit einem Zwischenknoten zu dem Fachwerk hinzu. Eine wichtige Besonderheit von einfachen Fachwerken ist, dass sie immer statisch bestimmt sind. In anderen Worten, wenn sich ein Fachwerk durch diese beiden Schritte hier schrittweise zusammensetzen lässt, dann stellt das eine hinreichende Bedingung für statische Bestimmtheit dar.
Schauen wir uns als Beispiel dafür noch einmal das Fachwerk vom Anfang dieses Kapitels an, das hier abgebildet ist. Damit das Fachwerk einfach ist, muss es eine Möglichkeit geben, dieses Fachwerk durch die zwei oben beschriebenen Schritte aufzubauen. Möglich bedeutet dabei, dass es nicht für jeden Ausgangspunkt eines Stabes und jede Reihenfolge vom Hinzufügen von zwei abgewinkelten Stäben aufgebaut werden kann, sondern dass es nur mindestens einen Ausgangsstab gibt und eine Reihenfolge, in der man die zwei abgewinkelten Stäbe jeweils hinzufügt, so dass das Fachwerk aufgebaut wird. Also lautet die Frage, können wir hier einen Ausgangsstab mit zwei Knoten wählen und dann schrittweise zwei abgewinkelte Stäbe mit einem Knoten hinzufügen, sodass das Fachwerk vollständig aufgebaut wird? Und für das gegebene Fachwerk lautet die Antwort auf diese Frage ja. Es gibt sogar mehrere Möglichkeiten, aber eine davon lautet wie folgt, wobei wir die Schritte hier farbig darstellen. Ausgangspunkt ist der blaue Stab mit den beiden Knoten. Und dann fügen wir schrittweise, so wie hier dargestellt, immer zwei abgewinkelte Stäbe und einen Knoten hinzu. Und weil ein solcher schrittweiser Aufbau hier möglich ist, handelt es sich um ein einfaches Fachwerk und es ist daher bei entsprechender Lagerung garantiert statisch bestimmt.